Hallo Fans und Freunde der Vienna, ich bin gerade am Weg ins Rathaus. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar wird Hans Menasse, ein ehemaliger Spieler, und zwar ein Spieler der Meistermannschaft 1955 geehrt. Mit dem Verdienstzeichen der Stadt Wien. Klingt toll, ist auch super, sehr bewegt und spannend war auch das Leben des Hans Menasse. Im Übrigen nachzulesen in dem Buch von Alexander Juraske, der Austrian Boy. Der Hans Menasse ist 1938 nach England gekommen mit einem Kindertransport, hat dort dann Fußball gespielt und ist da nicht unerfolgreich gewesen, ist dann 1947 zurückgekommen und hat gespielt bei unserer Vienna, später dann in der Meistermannschaft 1955. Am Ende seiner Karriere war er dann noch bei der Austria Wien. Ja, bin schon sehr gespannt, wie das heute läuft, wie auch für mich das erste Mal, dass ich bei so einer Auszeichnung im Rathaus dabei bin. Und ja, kommt mit und schaut euch das an. Kammer Vienna. Die hauptberuflichen Leistungen sind Erfolg als Präsident des Filmverleihs United International Pictures. Das ist auch einer der Hauptgründe gewesen für die Einreichung der Ehrung. Aber viele von uns, die sportbegeistert sind, haben natürlich auch das jahrzehntelange Wirken als Fußballer, aber auch als Vorstandsmitglied der Austria schätzen gelernt. Das ist mit ein Grund, dass viele auch hier sind, die eine besondere Verbindung zur Austria haben. Ich bin selber als Floridsdorfer FAC-Anhänger. Wir spielen noch nicht in derselben Liga wie Austria, aber ich will es nur werden. Deiner Jena, bist du, ich habe mir das immer versucht vorzustellen, und ich glaube, im Buch steht es auch irgendwo, du warst also schon von England heraus ein sehr eleganter, ein sehr dynamischer, ein sehr agiler, ein sehr schneller in einem. Ich musste mir das aufschreiben, wie das gar nicht gekannt habe, in einem 3-2-5-System. Also das hat es damals offensichtlich gegeben. Da warst du sozusagen ein Flügelstürmer, so offensichtlich hat man sich nicht vorzustellen wie den Arjen Robben, also einen sehr agilen, sehr schnellen Stürmer. Und hast ausgerechnet gegen die Austria dein Debüt gegeben in der Kampfmannschaft der Vienna 1950. Und hast gegen die Austria vier Tore geschossen. Nur nebenbei sei erwähnt, weil das heute so absurd klingt, dass mit der Jena stimmt, 1954 einmal in Altötting gegen die Bayern 4-1 gewonnen. Also, vielleicht gibt es viele, die das von sich herausfinden können, dass sie gegen Bayern München 4-1 gewonnen haben. Das heißt, der Robert hätte Geld haben wollen, weil er mit einer Freundin nach Venedig fahren wollte. Daraufhin sagt die Mama, na, das ist so viel Geld, steht sie nicht dafür, weil man sieht, wenn das die falsche Freundin ist. Sie geht zum Vater und der Vater sagt, gibt viel Geld her und sagt, wunderbar, man kann gar nicht oft genug mit der falschen Freundin nach Venedig fahren. Das hat nun tatsächlich schon Tante Jolesch-hafte Qualität. Als ich vor einiger Zeit die Verständigung bekommen habe, dass man mich mit diesem Verdienstzeichen auszeichnen will, war ich natürlich hoch erfreut, stolz und ziemlich ratlos. Ich habe mir mehrfach die Frage gestellt, was war meine Leistung? Ich habe zu Hause auf einer Pinnwand einen Spruch angebracht, der lautet: Man kann einen Menschen aus Wien herausnehmen, aber nicht Wien aus einem Menschen. Und da, glaube ich, bin ich ein gutes Beispiel dafür.
Das war die Zeremonie, sehr stimmungsvoll und auch sehr viel Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Sport. Wenn ihr die alles so erkannt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like, abonniert den Kanal und empfehlt mich weiter, schaut natürlich auf Facebook, Instagram und Twitter vorbei. Ja, die Meisterschaft, die ist voll im Gange, Mission Aufstieg in die Wiener Liga. Ich hoffe, ihr unterstützt unsere Mannschaft recht zahlreich und lautstark. Freue mich natürlich, wenn ihr diesem Kanal treu bleibt und immer wieder mal reinschaut und natürlich auch meine Postings und Videos liked und weiterhin gut teilt. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich und bis bald. Come on, Vienna.